willkommen zurück zu einer neuen sockenreichen Folge SpongeBob Rehydrated. Freut mich, dass du da draußen wieder deine Socken anhast. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer sockigen Bewertung unterstützt haben. Leute, denkt daran, das Gewinnspiel läuft heute noch. Einfach ein Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen und natürlich das Video bewerten. Und ihr könnt das Spiel einmal für den PC oder für die PlayStation 4 gewinnen. Und jetzt reden wir hier drüben mal mit Larry. Siehst du, kein Problem. Wenn du deinen Geist und deine Muskeln richtig einsetzt, kannst du alles erreichen. Ja, da hat er recht. Larry hat recht. Man muss nur Geist und Muskeln vereinen. Hui! Thaddeus. Oh, ja. Ah, das fühlt sich schon viel besser an. Für meinen besten Freund tue ich doch alles. Soll ich dich einreiben? Was wäre, wenn ich dir einfach den hier gebe? Boah, danke schön. Danke schön. Besser als einreiben. Leute, hier drüben kann man noch eine Socke finden. Wo ist denn hier eine Bushalte? Lass mal ein bisschen hier hin. Ein wenig manchen. Und vernichten. Hey, kleiner Robo-Freund. Genau meine Größe. Genau deine Größe, ne? Es glänzt. Warte mal, wo ist denn hier eine Bushalte? Dann würde ich nämlich noch ganz gerne die Socke hier mitnehmen. Wenn das ginge, weil irgendwo hier muss ja eine sein. Sonst hätte man ja nicht die Möglichkeit, die hier noch zu holen. Geschenke öffnen ist klasse. Nee, ganz da hinten war die nicht. Oder war die irgendwo da oben? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil hier kann ich nämlich mit dieser Eisfrucht alles einfrieren. Und dann könnte ich mir hier noch ein kleines, feines Söckchen gönnen. Na komm mal her, du. Bams. Boah, wir haben schon richtig viel Kohle, Leute. Das läuft schon mal super gut. SpongeBob. Naja, irgendwann gehe ich wahrscheinlich eh nochmal hier in das Level rein. Denn einige Dinge fehlen uns. Pass mal auf, hier sieht man das. Okay, die Pfannwände haben wir alle. Ja, die haben wir alle. Aber uns fehlen halt noch Söckchen. Kleine Söckchen. Unterm Röckchen. Die fehlen uns noch. Nun, ich glaube, wir müssen hier drüben hin. Denn hier ist ein Taxi. Bushalte bringt neue Charaktere, aber Taxi bringt dich halt zu anderen Orten wieder hin. Was kommt als nächstes? Ich glaube, Sandy. Taxi! Einmal weg hier, bitte. Dankeschön. So, hier waren wir. Das waren die Quallenfelder. Oink. Oink. Und... Sim. Achtung, ganz langsam. Man muss ganz langsam hin. Ach, wie putzig. So. Mr. Grebese. Willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Ja, warum nicht? Das ist hochqualitative Handwerkskunst. Beehre mich bald wieder. Dankeschön. Damit hätten wir 12. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kieljauche im Hirn? Das ist hier keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Komm zurück, wenn du genug glänzende Objekte zum Tauschen hast. Alter, 6000. Mr. Krabs wird wieder super gierig, ne? So kennen wir ihn. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Okay, wir haben 13 Stück. Es läuft gut. 15, 10 und hier drüben 5. Ich würde sagen, wir gehen... der Reihenfolge nach, oder? Ich war Plankton. Worauf wartest du noch, SpongeBob? Zeig den Robotern, wer der Boss ist, nämlich ich. Gut. Für dich, kleiner Freund. Für dich. Die Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. SpongeBob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. In Ordnung, aber ich kenne gar keine Eva.
Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven. Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Keine Angst, Mrs. Puff, ich werde die Lenkräder zurückholen. SpongeBob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was, wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Wie wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Oh, ich will endlich meinen Führerschein. Also, wie viele brauchen wir? 11. 11! Moment mal, kann ich hier noch weiter hoch? Von der Seite vielleicht? Anscheinend nicht. Besimba. Hey, Robohund. Was ist denn mit der los? Die ist aber auch komplett high, ne? Die ist komplett drauf, die Alte. So, erstmal hier die Gegner weg und duzen. Was ist das hier für ein Ding? Ein Spongeball? Ich bin rolltastisch. Oi. Und dann kann ich hier lang rollen oder wie? Wow. Hey. Okay, warte mal. Ich denke mal, ich muss hier durchkullern. Und schwupps. Gut gemacht, Gary. Der einzig Fähige hier. Dieser Roboter heißt Ha-Chu. Der beste Weg, ihn zu erledigen, ist von oben einen Blasenhüpfer auf ihn zu machen. Alles klar, das machen wir. Like a Gary, baby. Like a Gary. Na, du? Boing. Das. Na, freust dich jetzt? Er danced für mich. Ey, alle hier sind irgendwie extrem merkwürdig drauf. Eine Kabumba-Kiste. Katsching. Okay, was ist mit der Susi hier? Darf ich die berühren oder? Autsch. Oh nein, darf ich nicht. Darf ich nicht. Okay, warte mal. Bevor ich jetzt hier durchgehe. Hui. Geschenke öffnen ist klasse. Naja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich hätte ich das noch gebraucht. Weil da drüben eine blaue ist. Aber ich komme trotzdem ran. So, don't touch the sauce. Die dürfen wir nicht berühren, denn die tut ganz schön weh. Bam. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Kann ich verstehen, Spongy. So eine neue Unterhose, die kann eine Menge machen, ne? Die kann eine Menge mit einem Schwamm machen. Feinripp. Achtung. Ey, wie komme ich denn hier bitte schon hoch? Hier ist ja noch voll viel Zeug da oben. Oh, die sprengen sogar Sachen weg. Alright, gut zu wissen. Okay, dann verwandeln wir uns mal. Ach, jetzt komme ich hier wieder zurück. Nice, ich habe einen Rückweg. Das ist ja mal mega cool, weil ich wollte eh noch hier hin. Ich finde es voll geil, dass man die Level hier doch recht frei erkunden kann. Kann ich den hier auch provozieren? Ey! Scheint nicht. Quallen sind böse. Wenn ich eins sagen kann, dann, dass Quallen böse sind. Oh, ich habe eine Socke gefunden. Yay! Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Bestimmt. Klar, eine alte stinkende Socke. Hey, das ist für Patrick sowas wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Denn wir alle wissen, dieser Schwamm liebt widerliche Dinge. Was zur Hölle? Achtung, Vorsicht. Lass mal das hier aktivieren. Ey! Ich hab doch gewirbelt. Ich habe gewirbelt, sieh. Trifft ihr die hier?
Wow. Wow, kann ich irgendwie fangen? Was geht hier? Youch. Nein, er shootet einfach nur mit den Dingern. Okay, ich würde sagen, wir holen uns eine Unterhose und gehen mal weiter. Wie eine Frühlingsbrise. Hier drüben ist noch einer. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Irgendwas Besonderes kann man hier machen. Vielleicht kann Patrick sowas fangen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, früher oder später. Jetzt gehen wir erstmal hier hin und kümmern uns um die heiße Soße. Bams. Oi. Boah, wie wir abheben. Hui. Und da bin ich. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Und Wams. Diese Dinger geben echt viel, ne? Es wäre geil, wenn man hier reinkommt. Da kann man in den Laden rein. Anscheinend nicht, aber wir können erstmal hier den Weg aufmachen. Das geht schon mal wieder. Hey, jetzt hört doch mal auf, hier mit Waschbecken zu schießen. Was ist denn euer verdammtes Problem? Waschbecken? Nicht euer Ernst, oder? So, hier nochmal hin. Moment. Riesiger Knopf. Müssen wir aktivieren. Oh nein. Oh nein, das ist eine Rampe. Aber wenigstens kein Zeitfenster. Wow. Da bin ich. Und ein neuer Checkpoint. Und wieder ein Waschbecken. Zeig mir mal die Karte. Okay, hier sehen wir, was wir alles finden können. 3 von 11, 1 von 9. Okay, okay, okay. Gut, ich meine, wir sind ja auch noch nicht weit gekommen, aber ich dachte schon, noch kein einziger Pfannenwender? Kann ja wohl nicht sein. Die Nummer mit Mrs. Puff ist natürlich unser großes Finale. Also da bekommen wir definitiv ein. Aber hier müssen ja noch welche auf dem Weg rumliegen. So, hier kommen wir wieder durch. Bams. Und hau mal die Dinger hier weg. Dankeschön. Es glänzt. Dankeschön. Es glänzt. Aber ich hätte gerne einen Pfannenwender. Wo kann ich den bitteschön finden? Bei dir schon mal nicht, mein Freund. Und was haben wir denn hier? Der Eiswagen. Der legendäre SpongeBob-Eiswagen. Oi, oi, oi. Boah, der hätte mich beinahe erwischt. Achtung, hier ist Levelende. Wenn ich den kleinen Jungen hier zusammenschlage. SpongeBob. Du Vandalist. Hier gibt es halt so viele Dinge, wo ich mir halt die Frage stelle, wie komme ich da hin? Moment, Kumpelblase, vielleicht hilft er mir. Warte, hier oben könnte es einen Weg geben. Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Abgeschlossen von innen. Kumpelblase. Ich werde mich bemühen, für dich kriminell zu sein. Wow. Alles bewegt sich hier, alles wabbelt rum. Patrick. What? Autsch. Autsch. Bereit für eine Runde Schwammball? Okay, ich kann nicht springen. Zumindest nicht so hoch. Ein Versuch noch. Nö. 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 Never ever never. Hey, yo. Freundchen. Nimm sie. Nimm sie, nimm sie. Alter, hier geht's in den nächsten Levelabschnitt. Warte, warte, warte. Da gehen wir gleich hin. Schwamminator. Erstmal. Erstmal checken, wie ich da hinkomme. What? Ich glaube, das ist nicht offiziell, was ich hier gerade mache. Geh mal weg, du kleiner Strolch. Nee, da kannst du nicht drauf. Aber du kannst dich hier durchschießen. Frisch wie eine Frühlings- das ist eine Maschine. Okay, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Vielleicht auch den hier irgendwie aktivieren. Obwohl, der könnte auch auf der Rückseite sein. Okay, ich roll mal durch. Bis jetzt habe ich ja immer wieder einen Rückweg gefunden. Hey, Gary. Mau? Mau? Ja, freut mich, dass dir das auffällt. Ich habe ein bisschen trainiert. Mau. Nicht fertig? Heißt das nicht? Mau. Oh, das ist der Durchgang zum Dach, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist noch ein goldener Pfannenwender. Den könnte ich gut gebrauchen. Mau.
Was meinst du damit, ich soll Sandy zu Hilfe holen? Ich schaff das schon alleine. Miau, miau. Oh, was für ein großer Abstand. Okay, diesen Sprung werde ich definitiv nicht schaffen. Wie soll man da denn rüberkommen? Oh, oh, noch mehr Roboter. Beim Geist des fliegenden Holländers, dieser Abstand ist unmöglich zu überqueren. Komplett unmöglich. Okay, okay. Ich hol Sandy, damit sie mir hilft. Ja, jetzt wisst ihr es. Also mit Sandy kann man nämlich so einen Lasso-Schwung machen. Und dann kann man auch da hoch. Geschenke öffnen ist klasse. Achtung. Gut. Ich brauche unbedingt Sandy. Und endlich sehe ich auch mal einen goldenen Pfannenwender. So, jetzt habe ich hier wieder den Weg durch. Wams. Wams. Dankeschön. Aber wo hole ich Sandy? Wo hole ich sie? Okay, wir gehen erstmal hier oben hin. Boah, Mann, dieses Spiel ist wirklich extrem nice. Ah, endlich. Le Bus. Dankeschön. Sandy. Sie kann nämlich hier diesen Lasso-Schwinger. Wham, 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 wham. Und schon bin ich hier drüben. Und hier kann ich jetzt auch hier hin. Vielleicht kann ich auch meinem alten Kumpel Kumpelblase helfen. Obwohl, anscheinend gibt es hier gar nicht mehr. Warte, wir gehen mal hier hin. Kann die denn so jump? Oh ja, sie kann. Nice. Und sie kann auch die Dinger so aktivieren. Geil, Mann. Sandy ist cool. Sandy ist wirklich verdammt nice. Ich wette, mit Sandy komme ich auch irgendwie da drüben. Wo das Boot ist ran. Warte mal. Ups. So, Vorsicht, Sandy. Und jetzt einmal hier hoch. So, warte jetzt hier hin. Oh, ja, kriegen wir hin. Und einmal bitte hier drüben. Gut. Damit hätten wir 4 von 11. Es kann sich nur noch um ungefähr 100 Jahre handeln, bis wir alle haben. Ja, also wir sind auf einem guten Weg. Okay, hier vorne können wir auch irgendwas machen. Checkpoint. Was haben wir hier? Einen wichtigen Hinweis. Sandy kann einen Handkantenschlag machen, wenn du X drückst. Okay. Ja! Zack, 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 zack. Alter, Sandy ist richtig schnell, richtig stark. Sandy ist die Beste. Was denn hier? Aha. Objekte mit dem Lasso. Also können wir die hier so ranziehen. Oder quetschen. Es geht doch nichts über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Bisschen abmelken. Und wir können hier so rüberschwingen. Woo! Nice! Hammer! Ey, die kann mit ihrem Lasso ja wirklich alles. Warum noch die anderen spielen, wenn man Sandy hat, oder? Vorsicht! So, Friendos, wir gehen mal noch hier hin. Na, aber hier scheint nichts zu sein. Ich könnte mit Sandy die Dinger hier zerstören. Aber dann müsste ich wieder hier komplett rum, oder? Okay, wir machen erstmal hier ein bisschen weiter. Wir kommen ja eh nochmal hin, wenn wir später bei Mrs. Puff sind. Ich habe ihn! Den Güldenen! Yes! Sandy! Geil, Mann! Warte mal. Okay, wir müssen hier durch. Hier können wir rein. Hier können wir rum. Hey Larry, was geht ab? Sandy, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe. Mein Fernsehempfang ist in letzter Zeit so schlecht. Ich brauche jemanden, der meine alte Antenne gegen diese glänzende neue hier austauscht. Ja, diese Antenne glänzt mehr als eine 3-Dollar-Note. Und warum tauschst du sie nicht selbst aus? Weil ich nicht wirklich gut springen kann. Und? Was hat Springen damit zu tun? Naja, die alte Antenne ist da oben.
Das ist ja höher als ein Glas Texas-Eistee. Die Roboter haben das Gebäude abgeriegelt und ich beherrsche diese schicken Sprünge nicht, die du und SpongeBob könnt, um über die Abgründe zu kommen. Das Einzige, was ich kann, ist meine Muskeln spielen lassen. Willst du mal sehen? Ja, toll. Und was machst du mit der alten Antenne? Ach die? Wenn du sie gegen die neue austauschst, gehört sie dir. Tja, ich habe in meiner Baumkuppel auch schlechten Empfang. Okay, Larry, abgemacht. Ja, aber was soll ich denn mit der alten Stinkeantenne hier? Larry, hä? Huh? Was soll ich denn mit dem Ding? Larry von Lobster. Ja gut, wir müssen es mal wieder, ne? Wir müssen es mal wieder richten. What the hell? Autsch! Autsch! Kann man die irgendwie in der Luft sich schnappen? Dir gebe ich, mein Freund. Dir gebe ich! Alter, der Bombenbot. Ihr seid unnötig, ihr Kleinen hier. Och nein, Mr. Tatarsoße ist auch noch am Start. Guck, guck. Ey, Sandy ist so gut. Die ist wirklich hammergut. Sie kann sogar Kawabanga-mäßig wie die Ninja Turtles. Ich muss mal hier drauf. Achtung. Nicht angenehm. Nimm das! Leg dich niemals mit Texas! Kurz, Vorsicht, die explodieren. Tja, in Texas gibt's die Todesstrafe. Also, ja, leg dich niemals mit Texas an. Kann man hier hoch? Nee. Höh. Schwupps. Schwupps. Wams. Und hier noch eine Handkante der Vernichtung, die gegen die Völkerrechte verstößt. Was können wir hier machen? Ich habe genügend. Ah ja. Okay, aber ich habe wenig Zeit. Egal, kriegen wir hin, oder? Kriegen wir nicht hin. Wow. Nochmal das Ganze hier. Achtung. Ja, und jetzt? Wohin jetzt? Hier hin? Hä? Ach, hier geht's weiter. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Krass, das hat Moment. Funktioniert. Du krass, das hat funktioniert. Ja. Sandy. Hier hin. Ja. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Dass die Alte da nicht einfach ihr Lasso dran macht. Echt jetzt? Ich drück da wie ein Weltmeister. Jetzt komm. Hier. Zack. Das ist doch echt verrückt. Also das mit dem Lasso hier an der Stelle funktioniert sehr, sehr merkwürdig. Das kann ich euch sagen. Aber jetzt will ich es haben. Jetzt will ich es haben. Was auch immer da drüben ist. Wahrscheinlich irgendwie etwas sehr Wertloses. Man muss es so merkwürdig gedrückt halten, das Ganze hier. Was ist das? Oh, ein güldener Pfannenwender. Sag mir bitte, dass ich da rankomme. Wow, der war aber echt böse. Der war aber echt richtig böse. Jetzt bin ich hier. Ja, toll. Oh, Moment, hier kann ich auch irgendwas machen. Ah, hier brauche ich Spongy. Haben wir hier einen Bus? Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Weil sie kann, glaube ich, das hier nicht betätigen. Das kann nur jemand, der hier so einen Stammfalli macht. Das kann sie nicht. Komm schon, sie haut doch genau drauf. Ah, Larry. Mein Leben ist hart, Larry. Mein Leben ist hart. Alter, was ist das denn bitteschön für eine riesige SpongeBob-Hose da drüben? Und warum sind die jetzt wieder da? Okay, gehen wir nochmal ganz schnell zurück. Ich meine, ich hab ihn. Den Güldenen. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Hey, ouch, der lebt noch. Igitt. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Ja, widerlich. Für eine Dame. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Die alte Unterbuchse. So, und was ist den hier? Den hauen wir weg. Kaplams. Jetzt können wir nochmal hier rüber und diesmal die andere Richtung einschlagen. Achtung, ganz langsam, Sandy. Und tschüss. So wird gespielt. Achtung, Achtung, Achtung. Nein, 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 nein. Hoi, hoi, hoi. Hiya. Oh, da drüben ist noch was. Da muss ich ran. Da ist noch einer. Nein, sie kann nicht festhalten, oder was? Mies. Nee, kann sie nicht. Was irgendwie auch keinen Sinn ergibt, aber na gut. So ist es nun mal. Das heißt also, sie kommt auch nicht hier drüben hin. Achtung, schnell. Flop. Super Kombi-Kombo. Ist halt nur die Frage, ich müsste so ein bisschen höher. Ich brauche eine Ebene oben drüber. Ja, Tanz für mich. Boah. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Ja, die Dinger sollte man schon mitnehmen. Ah, schaut mal hier. Okay, schon besser. Jetzt auf einmal stehst du auf die alten, getragenen Unterhosen von SpongeBob. So, wartet mal. Ha. Wow! Alter! Der Lump! Ein Ungeziefer weniger! So sieht's aus. Es ist Cheeks. Was? Oh nein, ich war hinten dran. Ey, zum Glück hatten wir hier einen Checkpoint. Es wäre echt widerlich, wenn ich nochmal alles machen müsste. So, Vorsicht. Wow. Die springt nämlich doch ein bisschen weiter, als man ahnen mag. So, das hier nehmen wir alles mit. Jetzt wartet mal. Moment, Moment, Moment. Rutsche ich da am Ende runter? Weil dann gehe ich erstmal hier hin. Dahin. Bediene mich natürlich an dem hier. Wäre voll geil, wenn sie das angeln könnte. 7. Ja, es fehlen immer noch einige. 4 Stück. Ey, 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 hör auf! Toasteter Tiki nach Texas Art! Hörst du auf! Autsch! Lass mal das Ding hier wegholen. Den hier. Eine Erfrischung! Eine Erfrischung! SpongeBobs Unterhosen sind also erfrischend. Ich könnte es mir gut vorstellen. Oh no, no! Oh, yes! Baby! Einmal aktivieren. Und Kawimmerwebs. Boah, sie kann sogar surfen. Cool. Muss ich wirklich Patrick Socken mitnehmen? Ja, musst du. Moment, jetzt bin ich ja wieder hier oben. Ah, wahrscheinlich muss ich hier rüberspringen. Und dann hier hin. So. Leute! Eigentlich ist die Folge auch schon wieder rum. Autsch. Autsch. Ich sage Autsch. Aber wir gehen jetzt noch hier drüben hin. Kabams. Und sehen uns dann wieder in der nächsten karate-starken Folge. SpongeBob. Bis zum nächsten Mal. Bewertung dalassen, Gewinnspiel und